Willkommen zurück zu der Horde und Tower Defense, aber eher Tower, man ist selber der Tower. Ja, so ist das immer hier in der Welt von der Horde. Punkt. Ja, wir sind im neuen Gebiet in der sogenannten Sumpfwelt, wenn ich das richtig verstanden habe, und wir laden. Genau, Alburga sind schon, oh, sind schon 4 Jahre. Ne, immer 3 Jahre und dann, ne, hier waren es noch 2 Jahre. Sind wir 3 Jahre? Wahrscheinlich kommen jetzt 4 Jahre und dann erst kommen wir hier wieder raus. Oh, da freue ich mich schon auf die Eislandschaften am Schluss. Das wird ja unangenehm. Wahrscheinlich dann. Was kommt danach noch? Wüste haben wir gesehen, ne? Irgendwelche. Der Bigus Digus. Den gibt es ja in der Wüste. Das heißt, wir haben dann wahrscheinlich 5 Jahre und dann 6 Jahre in der Eiswelt oder sowas. Oder wenn es immer mehr wird, ich habe keine Ahnung. Vielleicht werden es auch immer nur 4 maximal wegen. Habe ich es ja falsch gespeichert? Weiß ich nicht. Vielleicht Intro und dann immer 4 Jahre. 3 Jahre plus Schloss. Ich weiß es nicht. Wir laden. Was labe ich denn hier überhaupt rum? Ja, Geld haben wir nicht. Haben wir was Entscheidendes gelernt. Und zwar Kühe grasen lieber auf Rasen als auf Stein. Ja, denn ich glaube, fast jede Runde wird, oder fast jedes, Jahreszeit, fast jede Jahreszeit wird der Boden unfruchtbar, sage ich mal. Dann stehen sie noch auf Stein und dann bringen sie nichts mehr ein. Tja, haben wir leider vergessen, auch in den früheren Missionen, das ist natürlich schlecht. Dann haben wir wahrscheinlich mit 8 Kühen teilweise irgendwie 25 bekommen, weil nur eins auf grünem Gras steht. Eins von den Viechern. Naja, bisschen schlecht, aber wir sind auch nicht bei wilden Kühen aufgewachsen. So wie unser Superheld, der Chausney, oder was. Genau, wir gehen ins nächste Gebiet. Same time next week. Oh, good. Sir Chauncey, we're all so proud of you. Right. King has requested that I give you this deed to your new land. The fetid swamp of Boozle. Valuable wetlands, teeming with possibilities. Right. Ja, sie haben einen Sumpf gestopft. Shimto Plains, da waren wir schon. Oh, das ist der dicke. The Fetid Swamp. Oh, das klingt auf jeden Fall sehr angenehm. Reclaim Swamp by Planting Trees. Reclaim Swamp? Moment, what? Ach, krass, ist das alles? Planting Trees. Als erste Amtshandlung natürlich eine Kuh. Wir pflanzen Bäume. Testweise. Wie genau funktioniert das? Oder muss ich es an Land? Muss ich das? Wir können es aber nur nach Norden ausbreiten. Ist das eine schlaue Idee? Ich glaube nicht. Wahrscheinlich brauche ich hier viel zu viel. Wahrscheinlich reicht irgendwo ein Bäumchen irgendwie und dann ist drumherum alles total tutti. Wenn nicht, tja, ein Problem. Brauche mal alles voll. Vielleicht ist das hier so, wie es gespielt werden muss. Das heißt, die erste Runde ist erstmal hier einer Förster machen. Ist ja alles Neuland für mich, nicht? Ich habe es ja, glaube ich, schon mal erzählt. Ich bin ja nur, habe immer nur Shimto Plains gespielt. Eventuell auch mal den Wald, ich weiß es nicht mehr. Oder wir damals. Ist ja schon ein paar Jahre her. Ich hatte irgendwie Bock drauf, deswegen habe ich das Ganze hier gestartet. Bisschen Strategie. So, wir haben eine Kuh. Eine treue Kuh haben wir. Komm, den Rest sparen wir. Jetzt ist die Karte schön klein, jetzt können wir mal gucken, von wo sie kommen. 7. Oh, die sind schon alle hier. Dup, dup, dup. Ach, noch eine krasse Kampfmusik. Das war's. Okay. Fetid Swarms of Boozle. Ja, keine Kohle. Eine Kuh, die gibt wenigstens ein bisschen was an Kohle. 102 Lebensenergie habe ich schon mittlerweile. Boah, so ein starker Chosney bin ich. 10 neue Bäume. 100 muss ich zahlen, wenn wir fertig sind. Fetid Swarms of Boozle.
Cows eat well in the swamp. Ach so. Dann hätte ich die Überfluteten. Was man nicht alles lernen kann hier. Ach, weil es so schönes, feuchtes Gras ist. So, habe ich jetzt irgendwas? Ich habe Bäume gepflanzt. Aber so richtig raffen tue ich es nicht. Hier sind überall Bäume. Habe ich irgendwo... Ist irgendwas gewachsen, wo ich sehen kann, ob ich es gut gemacht habe? Nee, eigentlich nicht. Ja, ich kann höchstens... vielleicht gibt er dann 30. Guck mal, das sieht auch ganz anders aus. Das ist ein richtiger Torfstecher. Ach so, und deswegen waren das auch in der letzten Welt so Zauberer, die hier gearbeitet haben. Ne? Die haben das Feld nicht beharkt, sondern haben es bezaubert. Ach so, ich könnte mal die... Muss ich die Bäume jetzt erstmal stehen lassen oder was muss ich hier tun? Das weiß ich nicht. Ich könnte ja mal die Gegend vermieden, aber ich glaube, ich kriege nicht viel Kohle rein. Ich spare mir das mal komplett. Ich greife an. Ich gehe direkt zum Angriff über, bis ich mir mehr Kühe in den Sumpf stellen kann. 8 Hortlinge. Greifen von rechts unten an. Und von rechts. Und von rechts oben. Gut. So, die Hütte bleibt stehen. Ja, ein bisschen Schwund ist immer. Perfekt. 104. Totale Kronen. Nee. Vielleicht machen sie das ja weg. Crops. Ja, ein bisschen was haben wir davon. Aber wir kriegen... Die Kohle kommt nicht so gut rein. Wir haben es Sommer und gerade mal 100 Stück verdienen wir. Das ist nicht gut. Ranchers have been celebrating an unusually high birth rate among cows this year. But the party ended today when they found they were up to their noses in fertilizer. Luckily, farmers have agreed to buy it all and forecasts predict a superior crop next year. Aha, so ein bisschen wie bei Some say treasure can be found in the swamp. Ach. Ja, jetzt müssen wir bei, was ist das, Lord of the Realm, glaube ich, war das, ja, das alte Lotre, bevor es Lord of the Rings wurde, da wird einem quasi auch das Wetter vorher gesagt, was denn wohl als nächstes passiert und wie die Aussicht ist und so weiter. Und hier hieß es, die vermehren sich ganz gut diesmal, in diesem Jahr, und dass die Crops, also die Felder ganz gut bestellt sind. Wo ist denn... Ach, irgendwo muss das... Ah, Moment. Das machen wir direkt. Schön so, dass ich es auch sehe. So, die setzen wir drauf. Gab irgendwie keinen Bonus, wenn ich das richtig gesehen habe. So, überall sind Bäume, aber irgendwie... Ach, jetzt. Ah, okay. Das scheint funktioniert zu haben. So, wir suchen mal, wo könnte der Schatz sein? Sieht man das vielleicht auf der Karte irgendwie? Also ich sehe es nicht. Nun gut. Neue Bäume pflanzen vielleicht? Können wir mal gucken. Vielleicht finde ich irgendwas. Vielleicht glitzert irgendwo was. Sonst würden sie mir das ja niemals sagen, oder? Ich meine, so frech sind sie nicht. Bäume sind... Ja, Nicht das Falsche drücken. Nein, nein. So, wo ist der Schatz, mit dem wir alle sprechen? So, jetzt stehen hier Bäume, aber sie bringen halt nichts. Okay. Oder wachsen sie schneller, wenn ich sie hier in den Sumpf stecke? Oder was ist hier... Was ist hier Phase? Ich kann sie ja mal... Komm. Machen wir sie mal sinnvoll... Schnell weg. Vielleicht reicht es noch für einen... Ne, es reicht leider nicht für weiteres. Wir könnten zwar kämpfen, aber ich möchte doch nochmal gucken. Sehe ich hier irgendwo was von Schatz? Ne. Ich kann im Sumpf buddeln, aber ich sehe nichts. Shit. Hatte jetzt damit gerechnet, dass ich irgendwie was richtig Tolles finde. Irgendwie was Glitzerndes oder sowas. Nee, leider nicht. Und es geht los. So, wie viele greifen heute an? 2 Stück, das ist schlecht.
Direkt von rechts, alles klar. Und rechts. Was ist das? Was war das? Ach, das sind diese Alligatoren, diese... Wie hießen die noch? Ich habe den Namen vergessen. 50 für, durch die Kühe. Crops scheinen ganz gut zu gedeihen. 262, wir haben noch ein Jahr. Wir können also nochmal Geld ausgeben. Winter, maybe the frogs know something you don't. Nanu? Was wissen die Kühe? Ach, guck mal. Auf feuchtem Grund bauen heißt... Heißt, die werden nicht schlecht. Die können nicht ersetzt werden durch Gras. Ah, was wissen die Kühe? Was sind die Frösche? Die wissen doch bestimmt was über den Schatz. Oder laufen die mal zum Schatz hin? Ist das da der Schatz? Mein Schatz. Was wissen die Frösche, was ich nicht weiß? Was wissen sie denn? Wissen sie, wo der Frosch ist? Der. Die Locken vielleicht? Nee. Was macht ihr hier? Beobachte ich gerade wirklich Frösche? Ah! Hier ist einer verschwunden? Warum? Wieso ist der da gerade rechts verschwunden, der Frosch? Was soll mir das sagen? Ich habe keine Ahnung, was das soll. Ich baue einfach mal noch ein bisschen was an Bäumen an. Also ich hätte vielleicht sogar... Ja, komm, wir entfernen mal ein paar Bäume. Boah, komm, solange wir noch Zeit dazu haben. So, den lassen wir stehen. Soll ich das generell vielleicht machen? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube nicht, dass das, was ich hier mache, richtig ist. Aber was ist das da unten? Einfach nur Pelz. Hier ist auch nichts. Tja, wo könnte wohl der sogenannte... Ja, schon geht's los. Verdammt. 8 Hordlinge greifen an. Von... Ja, gut, immer von Osten. Gut. Du, du, dumm, du, dumm, dumm. Aha, da sind sie. Ach, sie sind super schnell. Super schnell im Wasser. Im Sumpf, Wasser. Lass die Kuh. 2 Stück noch. Hab ich euch. Ja, das ist gut. Wenigstens die Kühe, die geben richtig was, machen richtig was her. So, wir haben 4 Kühe, die geben 100. Wir müssen 100 haben, also kann ich alles Geld ausgeben. Heißt, ich hole mir für 200, hole ich mir Kühe. Oh, ist schon rum. Stimmt, es war ja Winter. Oh. Your tax contribution, oh, das ist aber knapp. Jetzt hat er 100 abgezwackt, dann haben wir noch 102, genau. The king approved a new mode, into which you will sink. Oh, ja, klar. Es wurde zugestimmt vom König zu einem neuen Burggraben, in dem er mich versenken wird. Ja, das sehen wir noch. Jetzt habe ich wieder 100. Ich muss doch wirklich sparen im Winter, einfach nichts holen oder... Ich meine, ich muss doch Geld ausgeben, um Geld zu machen. Ich verstehe es nicht ganz. Ich bin nicht ganz so sicher, wie dieses Spiel hier zu spielen ist. Genau, Butsal. Ja, 1 ist rum. Ja, schön. Leisten kann ich mir nichts. Halt, gibt's neue Gegenstände. Boots of Boogie. Strap on these beauties for real speed. Endorsed by Bashball Star Edmund Farb. Mhm, also hier gibt's quasi Sumpfstiefel, so ein bisschen wie bei Banjo-Kazooie. Mit denen kann ich dann schnell durch den Sumpf. Wahrscheinlich. Bombe, ja. Kann mir noch nicht mal den beschissenen Ritter kann ich mir leisten. Der hat mir schon seit der ersten Folge. Deal with Roscoe, also wieder der Feuerdrache. Ach ja, der steht in Verbindung wahrscheinlich mit. Achtung. Ach, guck mal. Nee, doch Super Scorcher. Features real Roscoe Spit. Und das ist Roscoe. Deal with Roscoe. Who cares if the other dragons think Roscoe is a moron? At least he's our moron. Okay, Roscoe ist so ein bisschen... Ne? Hat ein bisschen an einer Klatsche, ist wohl ein Idiot von Drache. Die anderen halten ihn für einen Schwachkopf. Aber zumindest ist er unser Schwachkopf. Nun gut, kann mir nichts leisten. Natürlich das Übliche. Wir liefen den Shoppie. Ach, guck mal, jetzt
Die Kuh hat's fast hinter sich. Die Kuh ist vom Eis. Und wenn sie vom Eis ist, dann setzen wir sie neu. Und zwar in den Sumpf. Ach, Moment. Kann sein, dass das eine schlechte Idee ist, wenn ich die da hinsetze. Denn wenn die von hier angekrochen kommen, die komischen Alligatoren, das wäre, glaube ich, schlecht. So, hier oben mal. Ich habe es nicht ganz begriffen, was sie damit eigentlich meinen. Vielleicht muss ich die Bäume stehen lassen und sie... Und die Bäume... Ich weiß nicht, die saugen dann das sozusagen auf oder so. Ich muss die Bäume stehen lassen. Ist das der Trick? Ich bin, wie gesagt, nicht ganz wirklich im Bilde. Nicht ganz so wirklich, ja. Kann sein. Hier, der stand mal... Achso, stimmt, Bäume kann ich ja einfach so fällen. Ja, ja, schon wieder ganz vergessen. Oder sorgen die dann, festigen die das ganze Land sozusagen? Ich habe keine Ahnung. Aber die hier kann ich mir schenken, oder? Ja, ein bisschen was. Was mit dem Schatz im Silbersee? Äußerst links vielleicht. Was mache ich denn? Okay, mal schnell dahin. Vielleicht ist da irgendwie doch was. Nö. Komischen Schatz nie gefunden. Ja, Pech gehabt. Pech gehabt. Komm, wir kämpfen. Was soll der Geiz? Oder was bauen? Ich habe ja rechts jede Menge Bäume gesät. Ach komm, wir kämpfen. Mal schauen, ob wir überleben. So, Jahr 2. Fetid Swamps. Kommt natürlich hier von rechts. Das ist klar. Sauber, wenn es nur die sind. Sind es nicht. Hau ab. Oben rechts. Dabei. So. 214. Upcoming Taxes 150. 150. Next Fees. Hirelings haben wir keine. Achso, ja klar, die kosten dann natürlich. Season Change. 9 Bewohner. 6 Bäume. Ja, wenn so wenige Bäume vielleicht... Vielleicht bringt das mehr Leute. Ja, wir müssen irgendwie Land fruchtbar machen. Wie heißt es? Ach guck mal, jetzt haben wir rechts die ganzen Bäume gebaut. Jetzt funktioniert das hier offenbar. Heißt was? Ich, lass die Bäume mal stehen. Ich komme hier immer weiter von rechts angedackelt. Wäre es nicht sinnvoller, sich nach links auszubreiten, wenn die immer von rechts kommen? Dann haben wir sie hier direkt, oh, vielleicht mal eine Kuh. Hallo? Wir setzen einfach mal eine Kuh weiter nach links. Genau. So, ich breite mich hier mal ein bisschen aus in die Richtung, ne? Wenn ist das, was man hier machen soll. Und hier auf an Land das Ganze mal. So. Hier auch am besten. Da wo eh schon was steht. Das wird dann vielleicht auch mal mehr oder weniger... Das war schlecht. Keine Ahnung. Achso, kein Geld mehr. Mehr als kämpfen kann man sowieso nicht. Stehen die alle gut? Nicht auf Felsen oder so? Hervorragend. Also im Zentrum wirklich mal die ja, Wache halten. Das hat so... Sonst können sie mich da wieder durch die Gegend laufen. Vielleicht war das das letzte Mal das Problem, dass ich mich zu sehr habe ablenken lassen. So, wir kommen standardmäßig wieder von rechts. Das ist ganz gut. Heißt, da können wir die schon mal so ein bisschen angehen. Ah, unten links. Ach, so ein beschissener Zauberer. Nicht mehr eine Kühe. Lass das. Ach, du musst sogar zweimal hauen. Jetzt hat die Sau die Kuh gefressen. Rechts macht's Bumm. Haben wir's. Okay. Wieso habe ich denn 3 Kühe verloren? Ach, wegen diesem scheiß Zauberer. Mann, der nervt. 277, brauchen 150. Ja, können wir aber ausgeben.
Ach, wie ich den hasse, diesen beschissenen, diese kuhfressenden Ratten. Vor allem, der teleportiert sich rein und frisst mir eine Kuh. Wäre nicht gerade dabei, mit irgendwelche Dorfbewohner zu retten. Und da bringt es halt auch nicht wirklich viel, mit irgendwelchen Dings zu arbeiten, mit irgendwelchen Fallen oder sowas. Ja, von mir aus, ich habe null, aber trotzdem. Und der Quatsch hört mir auch mal auf. Obwohl, vielleicht hilft der ja sogar ein bisschen beim. Kostet Geld. Sieht's denn auf der Karte aus? Unten haben wir jetzt jede Menge Bäume. Ich lasse die mal stehen. Ach, jetzt guck mal, ganz links sieht man's. Guck mal. Jetzt haben wir hier tatsächlich Platz gemacht. Jetzt habe ich gerade den Sumpf weggebuddelt, oder? Ach, guck mal hier. Das ist ein Pfeil. Die Frösche wissen, was das ich nicht weiß. Was? Moment, wissen. Moment, gibt es da mehrere? Achtung, das geht nach rechts. Ah, ich habe eine Idee. Diese. Und oben wahrscheinlich auch. Achtung, oben ist wahrscheinlich auch ein Pfeil, oder? Ey, lucky find. Das oben rechts war nämlich auch ein Pfeil wahrscheinlich. Der eine zeigt von links nach rechts, der andere von oben nach unten, habe ich mir gedacht. Aha, genauso wie bei Legend of Grimrock 1. Da gab es das ja auch. Schlafe zwischen den Blicken der Drachen oder sowas. Da muss man zwischen den Statuen quasi, ne, auf einer gewissen Koordinate schlafen, da ist was passiert. A lucky find. As you wade through the murky muck, you stumble across something sticking up out of the swamp mud. Also steckt irgendwas im Sumpf. Als ich da durchwarte, you wrench the object from the mud, a magic flute. Cleaning glop from its mouth, you wonder why someone shoved it down there. Cleaning glop? What? Es ist auf jeden Fall eine magische Flöte. Ja, super. Ja, warum hat es da wohl jemand reingestopft? Weiß ich nicht. Und was kann es? Ist das im Kampf einsetzbar? Wahrscheinlich. Doch mal ein bisschen was verminen oder so. Ne, kein Geld ausgeben. Jetzt gebe ich dafür ein Quatschgeld aus. Aber das ist ja geckig. Komm, wir suchen den Kampf. Ganz kurz nochmal schauen, haben wir auch alles. Jede Kuh steht auf. Da, wo es hin soll. Ach Gott, wir hätten den Sumpf mal wegmachen können. Ne, die Bäume meine ich, nicht Sumpf. Sumpf geht ja fast automatisch. Ja, ist eh vorbei. Kriege ich keinen Baum mehr gefällt? Doch einen. Sag ich doch. Ein Baum weniger. Sieben Hortlinge. Standardmäßig von rechts. Wenigstens Musik ist schön fetzig. Eine fetzige Klangscheibe. Zwei Angriffe. Ja. Sind zumindest schön. Schön langsam. Zwei unten, einer rechts hier oben. Das ist bestimmt ein Dickerchen. Den lasse ich mal. Genau deswegen. War mir doch schon wieder klar. Nein, nein. Ja, geh in die Falle. Verdammt. Nein, nicht hauen. Nicht hauen. Weg bist du. 358. Jetzt haben wir es Herbst. Okay. Ach, die Flöte hätte ich mal versuchen sollen. Shit. Benutze ich jetzt gleich. Jetzt ist nämlich. Ist jetzt Fall, was ich anbauen muss, oder ist Winter? Ach, ich weiß nicht, was mache ich hier? Was mache ich am sinnlosesten? Bäume pflanzen? Kühe pflanzen? Ich habe mal Kühe pflanzen, ist immer wichtig. Okay, die werden wahrscheinlich wieder hier angreifen. Haben wir eine Kuh verloren? Nee. Ich würde halt gerne das alles so zentral lassen. Einfach nur Kühe und den Rest. Komm, wir suchen den Kampf.
Ich benutze auch mal die komische Flöte, wenn wir sie jetzt haben. Was auch immer das soll. 8 Horden greifen an, ja. Ach ja. Ach. Also offenbar mögen die es nicht und greifen mich jetzt an. Angenehme Töne. Boah, das ist ja ein nerviges Ding. Habe ich sie damit irgendwie irritiert oder habe ich sie auf mich aufmerksam gemacht? Eine Kuh wurde gefressen, die zweite konnten wir zum Glück nochmal retten. Gab 200, 442, minus 150. Ja, ich komme nicht an Kohle, das war der Winter, Jahr 2. Hello, ja, ja, Checks Time. Schnappt sich wieder ordentlich Kohle. Ich verstehe es nicht, wie kann man hier Kohle machen? In diesem komischen Spiel. Wenigstens einen Ritter könnten wir uns jetzt leisten, der kostet aber wieder zusätzlich. Coveting in Schmoo left me spent. You won't mind spending 200 crowns. Ach. Nächste Runde 200. Heißt, das ist dann Jahr was? Jahr 4 oder 3 oder was? Weiß ich nicht. Die Flöte haben wir auch. Kann man die verkaufen? Ach, jetzt können wir mal lesen, was sie tut. Aha. Was tut die Flöte? It's a fact that hordlings just love the awful screechings of this magic flute. Also doch, das ist quasi ein... Man zieht aggro, sagt man ja heute, ne? Flute of... Was? Schmeggy. Aha. Ja, die Flöte des Schmeggy ist das. Also greifen sie mich dann wahrscheinlich bevorzugt an. Nun gut. Kann man Sachen verkaufen? Nee, ne? Bisschen komisch, dass man nicht irgendwie das Ganze wieder rückgängig machen kann. Ja, das war auch wieder eine sehr, sehr gute Investition, muss ich mal sagen. Ich habe noch nicht, doch eine Handvoll von den Dingern nochmal gebaut, dann haben wir sie nie wieder angerührt. Weiß ich nicht, ob das so clever war. Heilstein. Ich überlege gerade wirklich. Le Bombe. The very latest invention from overseas. A real blast. Können wir zumindest die kleinen platt machen. Ich möchte wirklich mal den... Komm, wir kaufen mal einen Ritter. Oder? Oder wie oder was? Komm, kauf einen Ritter. Mir wurscht. Knight Controls. These stalwart armored gents will bash any hordling close at hand. Wir versuchen's. Leaf Shoppy. Oh, geht direkt los. So, was mit den Kühen? Eine Kuh steht auf dem Eis. Das ändern wir. Der kostet 30. Okay. Also eine Kuh. Sie greifen immer von rechts an. Jetzt ist die Frage, was machen wir da? Sollen wir den Kuhbeschützer hier... Ach, guck mal, die müssen wir auch noch umstellen. Das machen wir zuerst. Bevor ich hier irgendwas anderes mache, werden erstmal die Kühe beschützt. So. Und der Kuhverteidiger, der wird sich, läuft der rum? Das ist die Frage. Das weiß ich nicht. Ich mache das mal alles relativ zentral. So vielleicht. None shall pass. Ah, die Kosten, ne? Die haben laufende Kosten, haben wir mit denen. Gut. Ich mach mal auf der Karte die Bäume weg. Wir brauchen wie viel? Haben wir gesagt? 30 oder so, ne? Ja, das sind Bäume. None shall pass. Jetzt haben wir 60. Ja, ich baue mal, wie gesagt, ein paar von denen. Ich habe keine Ahnung, sind die besonders teuer? None shall pass. None shall pass. Ja, ist gut. None shall pass. Keiner soll... Herr Cousin erklärt, oder? Ihr kommt nicht vorbei. Komm, kriegen wir hin. Nächster. Hier noch einen rettenden Kuhmann. Okay, und? Zwei Bäume noch. Und wir kämpfen. So, sind die beweglich? Sie sind es nicht. Okay, das sind also jetzt wird's Tau-Defense. Alles klar.
Das scheinen wieder die Wasserviecher zu sein. Viele von Osten. Einer von hier. Kann ich den Frosch töten? Nein. Hört auf. Hört auf, meine Leute zu essen. Sagt, hört auf, sie zu essen. Nicht esst sie. So. 284. What? Die kosten 120 jeweils. Okay. Und wahrscheinlich sind sie auch nicht unverwundbar. Die kosten jeweils 30. Okay. Also machen wir anders. Muss ich irgendeine Kuh umsetzen? Oder umschubsen? Ich glaube nicht, oder? Nee. Hier ist noch alles total super. So, jetzt mal Bäume entfernen. Es wird nicht wirklich reichen, oder? Also die Kühe produzieren zumindest mal ordentlich. Das gefällt mir. Ja, das reicht nicht mehr. Bis hier nach Osten müsste ich direkt mal einen hinsetzen, der dann hier aufpasst. Ach, guck mal, das ist ja wieder zugegangen. Ah, okay, okay. Oder liegt es jetzt am neuen Jahr? Das kann auch sein. Keine Ahnung. Quack, quack. Hier mal alles zukleistern. Wurscht. Vielleicht auch mal in die Stadt selbst. Vielleicht auch mal eine Idee, dann können wir die direkt ernten. Aber jetzt dürfen wir ja wieder. Vielleicht sollte man es wirklich mal eher als so eine Art von Holzfäller verdingen. Vielleicht das ist eine ganz knorke Idee. Genau, das sieht man natürlich wieder nur die Kartengeschichte, aber mein Gott. Jetzt machen wir einfach nur Landnahme. Und ich glaube, das funktioniert so. Hier mal direkt an Land. So, letzte Mark. Ein bisschen in die Heimat. Hier. Ach nee, halt 20. Kostet ja nur eine. So. Falsch rumgedacht. Macht nichts. So, hier oben einfach noch ein paar mehr. Und da sind sie auch schon. So, gespannt. Was kommt? 10 Hortlinge. Können wir die Flöte wieder auspacken? Ne, können wir nicht. Ach, die kostet 30 Münzen. Greifen natürlich wieder unten rechts zuerst an. Ach Gott, die dummen Köter sind's. Oh, sehr gut. Arbeite dran. Halt, den oben. Nein! Oh, ihr Ratten. Okay, der wurde kaputtgeschlagen. Kann die. Oh, die Sau hat die Kuh gefressen. Oh, ihr dummen Ratten. Ja, 8 minus 1 macht trotzdem nur 200. Naja. Das war Sommer, ja, 3. Okay, ja, geil. 200 müssen wir aufbringen. Und die fressen jetzt mal 120. Heißt, wie viel haben wir jetzt Total Crowns Season Change? Ich meine, wir haben 250. Season Change. Die Highlings, ja, man hat es gesehen, die haben tatsächlich mal ihren Job gemacht. Das war gar nicht mal schlecht. Jetzt brauche ich mir nur dort welche, wo es tatsächlich brauchen. Ich muss erstmal eine neue Kuh setzen. Neue Kuh. Die steht auf dem Eis. Die muss weg. So, das ist mal das Allerwichtigste. Na? Und die scheint auch relativ gut hier die Gegner wegzuknüppeln. Das gefällt mir. Jetzt sollte ich hier mal einen Hireling machen. Don't show bad. Das heißt, ich brauche mit einer Kuh kann ich fast einen von denen finanzieren. Das ist ja so schlecht nicht.
So, was macht der hier? Der passt irgendwo mittendrin auf. Das ist nicht das, was ich eigentlich möchte. Kann man die auch in den Sumpf setzen? Non-Show-Pass. So, der passt hier ein bisschen auf. Wenn dir was angedackelt kommt, wird's kaputtgeschlagen. Der ist richtig doof. Positioniert, der kommt mal weg. Und den möchte ich gerne in den... ganz in den Südosten stellen. Karte. So, genau hier. Das heißt, hier schön... schön zentral. Guck mal, der, das hier ist komplett abgesoffen. Und das hier war mal Land. Das ist alles weg. Warum? Vielleicht, weil ich die Bäume entfernt habe. Vielleicht sollte man sich doch nicht als Holzfäller verdingen, sondern das genaue Gegenteil. Man sollte lieber die Bäume stehen lassen und nur sporadisch vielleicht mal irgendwie was entfernen. Und nach Osten hin Bäume zu bauen ist sowieso gut, weil dann brauchen sie nämlich länger. Wenn es dann wirklich Landname ist. Weil gerade diese komischen Krokodilviecher, diese Alligatoren, die mögen das natürlich nicht. Oh, 15 Stück? Das ist doch bestimmt ein Sporner. Was sage ich? Gaup, gaup, gaup. Hör auf zu gaupen. Wo ist der Rest? Einer von links. Der ist gefährlich. So. Ja, genau. Oben kommen sie und rechts unten. Ich muss da mal zugucken. Bork, bork, bork. Ja, der haut sie alle weg. Na, leider eingefressen worden. Oben rechts, das ist bestimmt ein Dickerchen. 100 Münzen habe ich. Ja, garantiert. Der ist leider dick genug, dass sie im Sumpf nichts ausmacht. Und wer bist du? Okay, die sind doch so eine krasse Sache sind die nicht. Total Crowns 419. Boah, 9 Kühe haben ordentlich was gemacht. Aber warum noch mehr? Next Phase. Aber war schon gut, ne? Der hat rechts unten alles kaputt geschlagen. Wenn ich jetzt hier oben rechts noch einen machen würde. Andererseits. Das sieht schon ganz gut aus. Machen wir zentral die Bäume weg, weil hier haben wir ja die Landnahme erfolgreich quasi abgeschlossen. 299. Ich würde wirklich gern einfach mal nur noch Kühe hinsetzen. Wer steht auf dem Trocknen? Diese Kuh. Aha. Jetzt kommen garantiert wieder stinkende Zauberer. Wetten. Jede Wette ein. So, hier mal zwischendrin eine verteilen. So, kann ich noch auf der Karte irgendwie mal ein bisschen roden? Jetzt haben wir rechts wieder Land. Jetzt haben wir überall Land. Aber ist es was? Herbst oder war es schon Winter? Ich weiß es nicht, ich habe es vergessen. Frage, sollen wir die da lassen? Also der rechts unten macht ja einen echt guten Job. Und der ist dann die zweite Abwehrriegel gegen die. Es sei denn, jetzt wäre es schön, wenn sie schön zentral stünden. Sollen wir die unten einfach mal machen lassen und lieber die Kühe beschützen? Eigentlich schon, ne? Vielleicht mittendrin... Das ist ja auch nett. Das heißt, wir könnten quasi, genau, sobald... Jetzt haben wir eine neue Idee. Neue Taktik. Wir könnten einen... Ganz genau. Wir könnten einen von Kühen umgeben. Ihn ja zum Beispiel. Das versuche ich jetzt mal. Und wenn es nicht die ganz krassen sind... Sobald eine gegessen wird, ist er dann zur Stelle und haut da dazwischen. Aber wahrscheinlich kommen jetzt hier die krassen Gegner. Also sobald dann angeknuspert wird, ne, ist sofort jemand da und versucht das mal. Schnell die Kuh setzen. So, Rest sparen wir uns, wir greifen an. Also sobald er einer die nimmt, dann haut er schön drauf, weil er, ne, weil er nah genug dran steht. Wir versuchen es. Aha, von links kommen sie jetzt, das war so klar. Zumindest auch. Dann machen wir das zuerst. Da sind sie.
Hoffentlich nur die ganz normalen. Nee. Au. Im Wasser soll ich mich, oder im Sumpf vielleicht nicht mit denen anlegen. Bin da. Also ein scheiß Zauber, hau ab. Oh, die Nerven. Hab ich dich. Lass das. Lass das, hab ich gesagt. Oben links. Friss eine Kühe. Nein, nein, er frisst doch gerade die... Ach Gott. Okay, das war's. Oh Mann, 311. Minus 150. Haben die Schaden genommen? Sind die gestorben? Ich glaube schon. Nee, Heilings 5. Wird ihm irgendwas gesagt? 4 Kühe und... Ja, wegen den scheiß beschissenen Magiern. Die hasse ich ja wie die Pest, diese Mistviecher. Jetzt kam sie von allen Seiten. Ich hab mich niemals weglocken lassen dürfen, da in den Südwesten. Lieber zentral bleiben. Dieses Rumlatschen bringt nichts. Vor allem nicht in den dummen Sumpf ohne die Latschen. Ja, toll, habe ich 111 nach diesem Jahr. Super. 200 werden abgezogen. Ja. Text time, du mich auch. Text mich nicht zu. Und da soll man noch Geld behalten. Ja, lach nicht so. To help pay for a new Bashball Stadium, I must ask for. Ja. Neues Stadium, du mich auch. Tja, 111. Jetzt haben wir doch extra so viel Kohle verdient das Jahr über. So viel Kohle haben wir gemacht und im Endeffekt sind wir zurückgeblieben. Wir hatten irgendwie 300, 400 doch davor. Und jetzt wurde die Hälfte der Kühe wurde gefressen, wir haben nur 100er bekommen dafür, weil, ne, durch den, oder vielleicht 200, was weiß ich, auf jeden Fall wurde viel wieder abgezwackt durch die Hirelings. Ich begreife das Spiel nicht, aber das macht nichts. Noch sind wir am Leben. Aber schon ein bisschen frustrierend, ne? Man baut so schöne Sachen an, nur dass alles den Bach runtergeht beim nächsten Mal, in der nächsten Jahreszeit. Entweder wird was gefressen oder was weiß ich. Die Ernte ist schlecht oder... Ach, irgendwas ist immer komisch. Und dabei haben wir es doch jetzt gerafft, wie wir das mit den Kühen machen. Jetzt haben wir so viele Kühe gemacht, produzieren Geld, aber geben es doch direkt wieder aus. Und im Endeffekt enden wir mit 111 Münzen. Ich verstehe es nicht. Beim nächsten Mal sind wir hier fertig. Entweder geht es dann weiter im Sumpf. Ich glaube, da vielleicht kommt noch ein Jahr. Was für ein Jahr haben wir? Moment. Wir haben Jahr 3. Also nach der Regel 2 Jahre, dann 3 Jahre. Vielleicht kommt noch ein Jahr. Vielleicht kommt noch ein Jahr Sumpf. Vielleicht auch nicht. Wenn nicht, kommt wahrscheinlich dann die Wüste. Ich bin mal gespannt. Ich meine, wir leben noch. Vielleicht ist das ganz gut. Ich hätte aber gern die 750 gehabt für die Bogenschützen, weil ich glaube, auf Entfernung die abknallen ist wahrscheinlich noch besser. Gerade bei so Stinkern wie den Zauberern. Die knallen sie wahrscheinlich um die Kühe rum ab. Aber die Idee mit Kühe um einen Ritter rumzubauen, ist, glaube ich, ganz clever. Ne? Sobald jemand die anknabbert, dann wird draufgehauen. Der kann da wahrscheinlich 2-3 Mal draufhauen. Das reicht für die meisten Viecher. Und das große Viehzeug ist langsam und machen wir eh vorher Platz. Was mit den komischen Zauberern auf sich hat? Ich habe keine Ahnung. Also keine Kuh mehr unbeschützt rumstehen lassen. Immer zentral einen direkt daneben. Ist, glaube ich, besser. Und drumrum 4 Stück und dann 4... andere drumherum ist ja Quatsch, nur dass da keiner rankommt. Ich denke mal, ein zentraler und also kreuzartig in jede Richtung nochmal eine Kuh ist, glaube ich, besser. Naja, man wird sehen, ob das die richtige Taktik ist beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Horde. Die Horde greift an und wir schlagen sie kaputt, wie immer. Ja, ich bin raus, danke fürs Zuschauen und sage tschö mit dir.